Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen zum Hundegesabbel Episode 13 mit Silvia Schulze und Gerd Schreiber. Hallo Silvia. Hallo Gerd. 13 ist eine Glückszahl, oder? Unbedingt, unbedingt. Hoffe ich zumindest. Ja, ich auch. Ja. Also eigentlich, wir können uns ja schon mal sehr glücklich schätzen, dass wir wieder einen Themenwunsch bekommen haben, dass unsere Hörerinnen in den Beiträgen kommentieren beim Hundegesabbel auf Instagram. Und das finde ich total großartig. Bitte, bitte hört nicht auf damit. Ja, ist total, total schön, eure Feedbacks da zu lesen. Ja. Und auch die Themenwünsche zu bekommen. Und für diesen Hundegesabbel kam auch ein Themenwunsch, ne? Ja, genau. Für dieses Hundegesabbel kam der Themenwunsch, dass wir mal darüber sprechen, was eigentlich ist, wenn ein Hund sich nicht nach der Rassebeschreibung entwickelt. Wir haben das aber in den anderen Episoden auch schon mal angesprochen. Mhm. Ja, aber ich denke, wir gucken mal, dass wir das nochmal ein bisschen anders abhandeln, wenn das so ist, und allgemeiner fassen, nicht nach Rassebeschreibung. Aber erzähl doch erstmal von deinem Pfingstwochenende. Also ich hatte Pfingsten und ich hatte viel frei, aber trotzdem total viel gemacht. Also bei mir war es schön. Du hattest nicht viel frei. Du durftest meine Kunden beim Social Walk bespaßen, gleich zweimal, und mich auch. Mich zu bespaßen ist auch ein großer Spaß, oder? Also großartig. Ich möchte mich nicht in der Hundeschule als Kundin haben, aber gut. Ja, ich hatte Seminar in Bremerhaven bei einem Hundesportverein. War total schön da oben an der Küste. Und am Sonntag ja den Social Walk, und gestern hatte ich tatsächlich frei und habe eine schöne Radtour gemacht. Und das war von daher ein ganz angenehmes Wochenende. Zwar arbeitsreich, aber war soweit okay. Du hattest noch ein Fotoshooting, ne? Ja, ich hatte gestern ein Fotoshooting und das war mit dem Superkelb. Mhm. Das war großartig. Also ich kriege heute noch weitere Bilder und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn meine Hunde ein Fotoshooting hatten oder mein Kind oder so. Mhm. Und das ist ja auch ein Kunde von mir, der da die Fotos gemacht hat, privat. Er möchte gern üben und braucht ein Übungsobjekt. Und dann sage ich ja niemals never ever nein. Ja, wobei Jade ja auch wirklich sehr fotogen ist. Hat er auch gesagt. Ich finde das auch, aber das ist ja immer, also meine Hunde sind eh immer die schönsten. Ich habe da echt totales Glück, weil egal welchen Hund ich habe immer den schönsten. Ist das cool? Ich finde das, dass ich die immer finde, das finde ich total schön. Ist schön, wenn man so in seiner eigenen kleinen Welt lebt, ne? Ja. In meiner Welt ist alles rosa und schön. Ja, das ist sehr gut. Zwischendurch piekst immer jemand in die Seifenblase und das ist dann erschreckend leider. Ja, kurz Platz. Die Realität ist manchmal hart, ne? Wenn man dann sich einen Hund zum Beispiel holt, wo man bestimmte Vorstellungen hat, wenn wir jetzt einen Hund haben, dann können wir schön spazieren gehen und der läuft dann ohne Leine neben einem her, und dann kommt die Realität und der Hund, wenn der nicht an der Leine ist, ist er mal weg. Dann ist es natürlich schwierig, und das ist ja tatsächlich auch von der Rasse unabhängig. Du sagtest gerade eingangs, dass ja man das auch teilweise nicht wirklich an der Rasse dann festmachen kann, sondern dass die Hunde eben ganz eigene Entwicklungsstufen natürlich haben und so jede eigene Entwicklungsstufe auch ihre Eigenarten mit sich bringt. So, dass kleine Welpen zum Beispiel irgendwo reinbeißen. Und wenn es ein Finger ist, ist denen das auch erstmal egal. Ja, ohne dass das aggressives, abwehrendes Beißen ist. Also, was nichts beim Verhaltenstherapeut heißen die Dinger, zu suchen hat. Sondern natürlich muss man üben, dass der Hund lernt, woanders reinzubeißen. Aber es ist jetzt kein aggressiver Hund. Mhm. Aber ich stelle tatsächlich wirklich am meisten fest, dass gerade in dem Bereich die Neuhundehalterinnen echt überfordert sind und die Ansprüche in diesem Bereich wirklich immer größer werden. Und
Ich glaube, das liegt auch daran, dass auch Kinder sich in der Schule und im Kindergarten ja körperlich gar nicht mehr auseinandersetzen dürfen. Also so, wenn Jungs mal ein anderes Kind wegschubsen, also im Streit, dann bei uns hat man dann sofort ein Elterngespräch oder hatte in der Grundschule, wo ich wirklich so manches Mal dachte, echt jetzt? Müssen doch, das gehört doch zum Lernen auch dazu. Also, und Grenzen austesten, sich Grenzen aus messen. sich messen, auch merken, oh Scheiße, es tut ja weh. Also ich kann mich als Kind, das ist so eine meiner ersten Kindheitserfahrungen, aber die war so einschneidend. Ich habe als Kind auch gebissen. Und ich weiß auch, dass mir immer wieder gesagt wurde, ich soll das nicht. Und irgendwann hat mich ein Kind zurückgebissen. Und zwar richtig vom Allerfeinsten. Und ich war so schockiert, dass ich von da an nie wieder gebissen habe. Weil, naja, es ist halt wie bei allen Kindern, die wissen nicht, wie doll das wehtut. Man beißt sich ja nicht selbst. Man beißt nur andere und findet das irgendwie, keine Ahnung, warum Beißen lustig ist. So, und ich sage jetzt nicht, beißt die Hunde zurück. Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint. Also diese Trainingstipps gibt es ja auch. Da muss man dem mal ins Ohr beißen. Nein, bitte nicht. Nicht ins Ohr beißen. In die Pfote. Das ist aber die Schwierigkeit, ne? Also jetzt hat man so einen kleinen Welpen rumwuseln, der sehr grenzenlos ist, maßlos ist. Klar, weil kennt er ja noch gar nicht. Und dann kommt ja oftmals dieser Trainingstipp mit, dann müssen wir jetzt mal eine Grenze setzen, ne? Eine klare Grenze setzen, wobei das ja mit dem klar gar nicht so ganz klar definiert ist, was für den Hund jetzt klar ist. Und dann wird es ja oftmals grob. Und dann, also ich erinnere mich an Jade, wenn die irgendwie gehalten wurde, wenn sie mal irgendwas gemacht hat, was sie jetzt nicht unbedingt wollte, hat die ja komplett weggefrustet. Und da dann entsprechend die Alternativen anzubieten, okay, dann beiß doch irgendwo einen Stock rein oder nimm ein Kuscheltier oder wir können auch Entspannungstraining machen oder ich kann dich runterstreicheln oder du kannst ein paar Kekse suchen oder. Ja, wobei, wenn du so einen aktiven Hund hast, also wie Jade auch ist, also einen, der schnell wegfrustet, finde ich Entspannungstraining wirklich ganz, ganz schwierig. Also wie du weißt, habe ich dich ja oft auch angemotzt deswegen, weil ich frustriert war. Und das ist natürlich für Hundehalterinnen, die damit überhaupt gar keine Erfahrung haben, ganz schön schwer zu glauben und durchzuhalten. Also ich habe ja weitergemacht, weil ich wusste, irgendwann kriege ich sie. Weiß ich ja, ich kenne das ja, ich arbeite da ja schon ein bisschen länger mit. Aber das war wirklich nicht schön. Und da könnte man dann schon sagen, naja, in dem Fall hat sie sich eigentlich nicht so gezeigt, wie ich mir das gewünscht habe. Hat sich nicht so, ja, entwickelt. Doch, Oder jetzt schon, wird ja entwickelt immer doch. mehr. Also genau, wird ja immer mehr. Das heißt, man muss diesen Prozess ja so ein bisschen im Auge behalten, ne? Man hat jetzt da irgendwie ein unerwünschtes Verhalten und man muss wissen, dass sich das auch irgendwie, wenn man einen bestimmten Weg geht, und diesen Weg auch beibehält, dass man dann entsprechend auch irgendwo zu einem Ziel kommt. Ja, und dass eine gewisse Form von sich ausprobieren und Dinge ausprobieren halt dazugehört, ohne dass man ein echtes Verhaltensproblem hat. Also auch die Kinder sind ja keine Psychopathen, weil die sich auseinandersetzen. Na, also, dass die sich da nicht prügeln sollen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das meine ich nicht. Aber ich finde, es wird alles so sehr, es muss alles so sehr, sehr, sehr harmonisch sein und das finde ich auch nicht natürlich. Das passt halt zu dieser ganzen Instagram-Welt, wo immer alles schön ist. Alles ist immer schön. Geht dir Wir sind das auch immer so offen? alle, Geht dir das auch so offen, Zeiger? ja, wir sind alle so unglaublich erfolgreich und so wunderschön. Vor allen Dingen sind wir schön. Puh. Ja, da muss Aber auch man so ein nur, wenn der bisschen, Filter drauf ist. da muss man so ein bisschen in der Realität dann auch Ja. sich immer wieder zurückdenken, ne? Dass die Welt Ja. eben nicht Instagram ist und auch nicht die kleinen putzigen Welpenfilmchen sind, Nein. sondern dass ja Leben Prozess ist und dass es Ja. irgendwo losgeht und irgendwo endet. Ja, und dass nicht immer alles schön ist und jeder hat Probleme und naja, und ohne Filter sehen eh alle anders aus. Und ne, was jetzt nicht heißt, dass ich es nicht auch nett finde,
wenn man auf einem Foto einigermaßen nett aussieht. Natürlich, aber manche sind so glatt gezogen, wo ich denke, ich habe dich vor einer Stunde noch gesehen, in echt. Du hattest auch die gleichen Sachen an. Aber was genau ist mit deinem Gesicht passiert, verdammt nochmal? Ich hab keinen Und Filter wo drin. sind die 5 Kilo hin, die dir auf diesem Foto fehlen? Wie macht man das innerhalb von einer Stunde? Und dann trifft man die am nächsten Tag wieder und denkt, guck mal, da sind die Kilos wieder. Das ist komisch. Das würde ich, also ja, das ist halt so ein Phänomen. Und ich habe, ich weiß nicht, hörst du manchmal betreutes Fühlen? Ich höre manchmal diesen Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Und es gibt wohl tatsächlich ein Phänomen, dass es Menschen gibt, die sich in echt nicht mehr ertragen können. Also die können sich nur noch durch diese Insta-Filter ertragen. Also die haben sich so weit von sich durch diese ganzen Filter entfernt, dass die sich in Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das finde ich echt gefährlich. Und ich unsere, also ja, es wird alles unnatürlicher. Dieses einfach, das ist jetzt so, fehlt mir bei allen. Im Verhalten, in allem. Das gehört halt dazu. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und Welpen sind anstrengend. Punkt. Und da müssen wir jetzt gemeinsam durch und das aushalten und gucken, wie wir es trainieren können, dass der Hund dieses Verhalten lernt, anders, auszuleben. Aber nicht mehr in meinem Arm, wenn es geht, bitte. Ja, spannende Gedanken, die du da hast. Empfinde ich zum Teil auch so, dass alles perfektioniert werden muss und dass alles gerade glatt gehen muss und es darf nun keine Fehler mehr irgendwie passieren und es muss alles ja halt perfekt sein und die Welt ist eben nicht perfekt und Gar Welpe nicht. und Also unsere Welt ist Junghund sowas auch von schon unperfekt. genau und Welpe Junghund schon gar nicht. Und dass man trotzdem aber die Zeit genießen sollte, so schwer das ist auch fällt. Und den Prozess so ein bisschen im Blick hat, ne? Dass sich alles auch irgendwann wieder fügen wird. Und wenn sich's nicht so fügt, wie ich mir das gedacht habe, dann irgendwie anders. Genau. Dass man aber an dem Weg dann entsprechend dran bleibt. Zum Beispiel, was ich immer wieder von Kundinnen und Kunden höre, die jetzt einen Welpen-Junghund haben, der nachher so 12, 15 Monate alt ist. Ah, oh, mein Hund mag jetzt keine Hunde mehr und der wird jetzt aggressiv und da hat er letztens einen anderen Hund richtig weggeknurrt und das war sehr schockierend für mich. Und in dieser Zeit werden die Hunde ja nochmal deutlich differenziert in Bezug auf die Artgenossen. Also dich mag ich jetzt nicht mehr und dich mag ich schon noch. Und der eine Hund ist okay, der andere Hund ist nicht mehr okay, obwohl wir das vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, wonach der Hund das so bemisst. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Tochter. So im Kindergarten, am Anfang war es dann auch noch so, ja, das sind alles meine Freunde. Und dann wurde das irgendwie differenzierter und nachher hatte sie so ihre kleine Gruppe und alle anderen waren total doof und das hat auch immer total gewechselt. Und ich glaube, dass das, oder nein, ich weiß, dass es ein ganz normaler Prozess ist, dass man sich auch gegen andere Individuen abgrenzen muss und auch mal sagen muss, nein, den finde ich jetzt gerade total kacke und ich möchte damit einfach keinen Kontakt haben. Punkt. Aber das natürlich für einen Hundehalter, der sehr auf Harmonie bedacht ist. Und das haben möchte, dass der Hund mit allen Hunden klarkommt, dass das natürlich erstmal ein Schock ist, ne? Aber es gehört einfach zum Leben dazu. Naja, aber das ist halt, ne, also ich mache mir auch viel weniger um diese Rassebeschreibung, also diese Produktbeschreibung, die den Hunden ja gar nicht gerecht werden, wenn man nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Gar nicht so die Gedanken. Viel schlimmer finde ich tatsächlich im Moment die Tierschutzorgas. Also nicht alle, wieder mal, nicht alle. Es gibt sehr, sehr gute, die einen super guten Job machen, die das sehr gewissenhaft machen. Aber es gibt auch einige, die echt einen Scheißjob machen, um es mal so zu sagen, wie es ist, und Hunde in Gegenden vermitteln, wo sie wirklich nichts verloren haben und komplett überfordert sind, und dann diese Hunde auch noch als Labi-Mixe anpreisen. Und ja, und dann hast du da eine Familie, die sagt: Ach komm, dann nehmen wir doch einen Hund aus dem Auslandstierschutz. Ist ja ein Labi-Welpe, ein Labi-Mix-Welpe, und die Beschreibung ist ja auch total super. Und dann kommt der Hund da an
und nichts mehr ist super. Und Labrador das Boxer, ne? zum Beispiel. Ja, dann ist der Hund komplett überfordert mit fremden Menschen und lebt aber in einer Gegend, wo man Menschen gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also der ist dann nicht vermittelt worden irgendwo aufs Dorf, aufs Land, wo viel Platz ist, sondern wirklich städtisch. Und da auch nicht ans Randgebiet, sondern mitten rein. Und das finde ich wirklich noch viel, viel schlimmer, als wenn man sich leider für die falsche Rasse beim Züchter entscheidet und der Züchter eine blöde Beratung macht und nicht sagt, Entschuldigung, ihr passt nicht für diese Hunde. Wobei ich das auch, also die Schwierigkeit ist ja da, die Hunde richtig einzuschätzen und richtig einzuschätzen in vielerlei Beziehungen, fremde Menschen, fremde sonst irgendwas. Und es kann ja durchaus sein, dass der Hund da in dem Shelter Menschen, die in den Shelter reingekommen sind, durchaus zugetan war oder aufgeregt war oder wie auch immer. Und dann kommt der Hund so ein bisschen an in seinem neuen Habitat, in seiner neuen Umgebung. Und dann sagt er irgendwann so, und jetzt finde ich die anderen völlig überflüssig, weil er so langsam Beziehungsstrukturen entwickelt hat mit seinen eigenen Bezugspersonen und dann eben andere Menschen nicht mehr um sich herum haben möchte. Von daher ist es, glaube ich, extremst schwierig, auch Hunde richtig einzuschätzen, vor allem wenn man nicht genau weiß, wie er sich da in dem neuen Umfeld Genau, dann sollte verhalten wird. man das aber auch ganz klar thematisieren. Das stimmt, das stimmt. Ja, und sagen, wir können den nicht einschätzen, so steht es aber nirgendwo. Es steht immer, wie toll die doch sind. Naja. Und dieser eine Hund, über den ich rede, der wurde von der Tierschutzorga, da wurde nichts davon gesagt, dass der Menschen nicht mag. Also der ist jetzt auch vermittelt wieder, weil der einfach wirklich am falschen Platz war, komplett. Das war für alle nur noch Stress und auch nicht ganz ungefährlich. Die Besitzer haben das ganz, ganz ehrlich alles kommuniziert in dem Text der Tierschutzorga, wo sie ihn wieder weitervermittelt haben, stand nichts von Maulkorb, dass er mit Menschen wirklich mit Vorsicht zu genießen ist und so weiter, sondern nur, dass er noch Erziehung braucht und wie hübsch er doch ist. Und das macht mich böse, weil ich auch mal vor 100 Jahren gefühlt einen Fall hatte in einem Tierheim, als ich noch in Schleswig-Holstein war, unter einer ganz anderen Leitung auch noch. Da wurde ein Hund, ein Golden Retriever, vermittelt in eine Familie mit Kindern. Und dieser Hund hat das Kind tatsächlich zweimal abgeschnappt, zweimal gebissen. Und die haben den Hund immer noch nicht, also die haben dem echt eine Chance gegeben. Und wir haben mit Management und Gittern und allem Möglichen, aber das Kind war einfach noch zu klein. Hund ging zurück ins Tierheim. Das war aber ein super guter Platz für den Hund. Die Leute waren toll. Der Hund wurde wieder vermittelt und da wurde nichts dran geschrieben, dass der Hund irgendwie Probleme mit Kindern hat, weil die Einstellung der Tierheimleitung war, wir möchten den Hund ja nicht in Schubladen packen. Jeder soll seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und das ist für mich grob fahrlässig. Da fehlen mir die Worte, was das für mich ist. Diese Leitung ist seit Jahren nicht mehr da. Aber solche Menschen nennen sich aus voller Überzeugung Tierschützer. Und das ist für mich kein Tierschutz. Ja. Diese Leute haben keinen Hund wieder adoptiert, weil die sich für unfähig gehalten haben, weil die ihr Kind in Gefahr gebracht haben und weil die ihrem Kind erklären mussten, dass der Hund jetzt wieder weg muss. Und ich habe mit Engelszungen auf die eingeredet, dass die einen sehr, sehr guten Platz bieten können und dass das einfach wirklich super unglücklich war. Nein, das Thema war gekaut für die. Das war deren erster Versuch und die haben beschlossen, Hund und wir passen nicht zusammen. Ja, Und das ein. finde ich sehr schade für Hunde, die einen Platz suchen. Ja, absolut, absolut. Ja, woran liegt es? Wahrscheinlich Wissen, also einmal Wissen über Hunde, dann wie sie sich verhalten werden, wie sie in neuen Umgebungen sich vielleicht anpassen werden, aber auch so ein bisschen Ehrlichkeit. Und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, es muss ja alles perfekt Alles sein, ne? schön. Ja, Es muss alles alles muss schön schön sein. sein. Und wenn dann eine Tierschutzorga halt schreibt, wie es ist, dann werden sie die Hunde halt nicht los, weil dann ist das ja die Tierschutzorga mit den aggressiven Hunden oder mit den Problemhunden, problematischen Hunden. Und dann lügt man sich da mehr oder weniger in die eigene Tasche. Also entweder ist es tatsächlich Kalkül,
Gefühl, ah, das kann ich so nicht schreiben. Und das merke ich ja auch, wenn man irgendwie mit Texten konfrontiert ist, die in die Öffentlichkeit gehen sollen, dass man irgendwie was schreibt oder einen Titel macht und dann kriegt man die Rückmeldung von einem Verleger oder sonst irgendwas. Ja, aber das verkauft sich nicht, das müssen wir anders schreiben. Oder ja, nee, so können wir das nicht schreiben, das ist ein bisschen zu derb. Und da ist ja schon wieder eine Anpassung. Das ist ja auch in den Medien so, eigentlich überall so, dass man die Realität oftmals gar nicht so wahrhaben möchte, ne? Ja, ist aber eben, Hunde können einfach gefährlich sein und da muss man leider mit der Wahrheit ins Haus, damit die Hunde einen guten Platz bekommen. Also das muss man sich ja zutrauen. Das ist ja, und es gibt ja immer Leute, die mit sowas auch umgehen können und die den Platz dafür hätten und die das Management besser auf die Reihe kriegen oder gar keine Kinder haben. Dann hat man das Problem ja gar nicht. Ja. Weil ansonsten war der Hund toll, der hatte ein Problem mit Kindern. Mit kleinen Kindern. So, ja, ja. Wenn man damit ehrlich umgeht, ich würde auch die Verantwortung gar nicht tragen wollen. Also wenn ich mir vorstelle, da käme durch mich ernsthaft ein Kind zu Schaden. Also das ist ja alles immer noch glimpflich abgelaufen. Ne? Das Kind hatte blaue Flecken, keine offenen Wunden. Ne? Also der hat nicht durchgebissen, sondern gequetscht. Aber es ist ja genug für ein vierjähriges Kind. Naja, wollte ich gerade sagen. Also mit dem Kind macht das ja auch was, ne? Absolut, das macht was, aber es ist jetzt nicht so, dass das Narben bis ans Lebensende hat oder so. Ne? Und bei den meisten wäre der Hund ja schon sofort dann zurück ins Tierheim gegangen, weil die berechtigterweise Angst um ihr Kind gehabt hätten. Na klar. Und das haben die ja gar nicht gemacht, sondern haben gesagt, der Hund kriegt eine Chance. Wir machen jetzt mit einer Trainerin weiter. Aber man muss das Kind eben auch noch kontrollieren. Und das ist halt immer schief gegangen. Man kann nicht alles gleichzeitig sehen. Ja. Ah, schwieriges Thema. Naja, wenn Hunde sich nicht so entwickeln, wie man es erwartet halt. Was macht man dann? Gucken, dass die Lebensumstände angepasst werden können? Also das Beste hoffen, mit dem Schlimmsten rechnen. Ja. Irgendwie. Ja. Irgendwie so. Und halt vom Grundsätzlichen gucken, möchte ich einen aktiven Hund, möchte ich eher einen schlendrigen Hund haben? Da kann man ja schon ein bisschen gucken, wie ist der Hund gebaut? Also den Hundetyp sich angucken. Ja. Eher so Molosserartig oder eher... Genau. Oder Neufundländerartig. Ja. Also hohes Gewicht oder... Viel Fell. Ja, quadratischer. Ich hatte mal eine Kundin, die hatte ein Elo. Ja. Und Elos jagen ja nicht. Ja, so ein Elo habe ich auch, der nicht jagt. Ja, und dann hat sie ihn geschoren und dann war das ganze Fell ab. Also es war echt ein aufgeplatztes Sofakissen. Und dann war ihm halt nicht mehr ganz so warm. Und er hatte wahrscheinlich 2 Kilo weniger an Gewicht drauf, weil das Fell ja auch entsprechend Gewicht macht. Und zack, war durchaus interessiert an der Umwelt. Das heißt, es war einfach nur der Faktor viel Fell und mir ist warm. Also ich habe einen nicht jagenden Elo, der hat auch gar nicht so viel Fell. Und die geht ab. Auf Nase und auf Sicht. Also die nimmt beides. Ja. Ja, und das ist für die Besitzerin halt auch, ne? Weil die haben sich auch für ein Elo tatsächlich entschieden, weil die jagen ja nicht. Sowas passiert. Da muss man mit rechnen, da muss man bei absolut jedem Hund mit rechnen. Und wenn man das nicht möchte, sollte man einen erwachsenen Hund nehmen, wo man viel drüber weiß. Also Yuku hat ja auch nicht gejagt, angeblich. Weil der wahrscheinlich bei den Vorbesitzern keine Wildschweine vor der Nase hatte. Bei mir schon. Also man muss halt auch immer gucken, wo lebt denn der Hund eigentlich gerade. Und jede Umfeldveränderung bringt dann auch wieder Veränderungen im Verhalten mit sich, ne? Ja. Genau. Und dieses, das hat er ja noch nie gemacht, das hört man ja auch immer öfter. Naja, das ist ja bei einem Hund in einer Entwicklung ja der Standardsatz irgendwann. Genau. Irgendwann kommt es halt, ne? Und wenn es mit 12 kommt, dann kann es immer noch passieren. Ja.
Das hat er ja noch nie gemacht. Ja, und ich musste echt, also selbst mir ist das rausgerutscht und ich musste echt lachen und habe ich so, tut mir leid. Das ist, ich weiß, es klingt total bescheuert, aber es stimmt wirklich. Ja. Ja. Was kann man denn hoffen? Dass der Hund gesund ist, sich gut entwickelt und glücklich wird und Spaß Also mit einem hat. Wohlbefinden Ja. in den Vordergrund rücken und Spaß. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man Umgebungen aufsucht und was macht, wo man zusammen Spaß hat und da die Nischen findet, wo man dann auch zusammen Kraft tanken kann. Ne? Einfach Dinge machen, die Spaß machen und nicht die Problemzonen immer in den Fokus nehmen. Ja, oder da alle fünfe gerade sein lassen, einfach dann, ne, und gucken. Das ist ja auch bei den meisten Grundstückstrainingsproblemen so. Also wenn der Hund jetzt am Zaun irgendwie bellt oder so, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Vorschläge, was man so machen kann. Und das wird ja auch immer ein bisschen besser. Aber das meiste läuft doch, wenn wir ehrlich sind, auf Management hinaus, oder? Ja. Also Sichtschutz hin, zu Zeiten, wo man weiß, dass da viel unterwegs ist, ist der Hund halt drin. Und dass der Hund abrufbar gemacht wird. Und dann läuft er halt nochmal hin zum Zaun hin und wird dann abgerufen. Und dann kommt er halt wieder ins Haus. Das heißt, Management ist da auch stark im Vordergrund. Total stark im Vordergrund, weil mir die Leute ja auch sagen, Silvia, ich kann aber nicht die ganze Zeit den Hund beobachten und gucken, ob da was kommt oder nicht und dementsprechend trainieren. Ja, da musst du Management machen. Genau. So, das gibt nur diese zwei Gründe. Und was man sich, ja, ich weiß nicht, also ich halte ja eh immer nichts davon, mein Hund wird das oder mein Kind wird das. Also das wird sich dann ja zeigen. Was ich gerne möchte, ist ein aktiver Hund. Und ich freue mich immer, wenn es klappt, dass ich einen kuscheligen Hund habe. Aber wenn ich jetzt als Trainer zu dir sagen würde, ja, da hast du halt dein Hund und so aus meiner Expertise würde ich sagen, versuche es zu managen. Wir gucken, dass wir eine Managementmaßnahme aufbauen und dann gucken wir, dass wir einigermaßen durchkommen. Daran jetzt zu trainieren, das wird ein langer Weg und dann müssen wir gucken, wie der Kosten-Nutzen-Faktor da irgendwie aussieht. Wie würde das bei dir ankommen? Würdest du sagen, ja, der hat Ahnung, oder würdest du eher sagen, ah, ich probiere mal einen anderen Trainer, bei dem anderen Hund vom Nachbarn, da klappt es ja, da liegt der Hund einfach auf der Terrasse rum. Naja, das kommt ja auf die Mentalität des Menschen drauf an. Wenn ich halt der Meinung bin, dass das ein Hund, der einfach nur immer irgendwo rumliegt und ansonsten an der Umwelt auch nicht so viel Interesse hat, dass das der Normalfall ist, weil ich vielleicht vorher auch so einen hatte, und jetzt halt den anderen gekriegt habe, der nicht so drauf ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, der nimmt mich nicht richtig ernst. Würdest du den Trainingsweg erklären, würde ich wahrscheinlich auch sagen, der ist viel zu kompliziert. Ich will zu dem, der mir den Knopf reinbaut. Ein Knopf gibt's Und nicht, ne? den Knopf gibt es nicht. Aber leider kann man ja über Hemmung immer erstmal Verhalten abstellen. Also auf jeden Fall erstmal. Und manche Hunde sind auch so gut hemmbar, dass die, wenn die dann noch introvertiert sind, dass die zwar immer Stress haben in dieser Situation, aber halt immer weniger Verhalten zeigen dabei. Und eingefrorene Hunde machen ja in der Regel weniger Probleme, ne? Und es gibt leider Leute und Menschen oder Hundehalter, und dann gibt es ja auch noch Trainerkollegen, die eingefrorenes Verhalten als entspanntes Verhalten verkaufen. Also das ist dann auch schwierig für den Endverbraucher. Total schwierig für den Endverbraucher, ne? Wenn man da ein Sortiment an Möglichkeiten irgendwie serviert bekommt, auch über das Internet. Und jetzt war da ja irgendwie so eine Diskussion auch auf Facebook über jemanden, der nicht konditioniert und sondern nur über die innere Führung arbeitet und so weiter, wo man Ja. als Fachperson einfach sagen würde, okay, Scharlatanerei, kannst du knicken, es kann nichts Vernünftiges hinterstecken, allein schon wie argumentiert wird. Dass das innere Haltung und so weiter einen Einfluss hat, ja, aber das ist halt nur ein Begleitfaktor. Und du als Endverbraucher hast aber gar keine Ahnung, vielleicht noch gar nicht so viel Hundeerfahrung. Und dann
nimmt man das erstmal diesen Strohhalm auf. Ah, damit wird es gut. In 5 Tagen, wow, klasse. Dann sind alle meine Probleme weg. Ja, und vor allen Dingen zählen die dann ja noch auf, du hast das schon probiert und das schon probiert und das schon probiert und das hat alles nicht funktioniert, dann probier mal das hier. Genau. Ja, und dann hat man Hoffnung und natürlich, ich bin ja auch bequem. Na, also ich bin ja, also wie oft habe ich bei Diäten irgendwie, also es gibt ja auch Diäten, also die macht man gar nicht wirklich, sondern man spricht die nur aus und wird schlank. Die habe ich alle probiert. Weil, also einfach alles weiter essen wie bisher und schlank werden und fand ich super. Ja. Ja, eigentlich war von vornherein klar, dass das Bullshit ist. Also das ist total klar, dass das Bullshit ist. Ich hab kürzlich ein Training gehabt, auch ein Hund, der stark auf Autos reagiert, auf ja, eigentlich alles reagiert. Selbst Hundegebell in weiter Ferne. Und die Bezugsperson hat das ganz, ganz stark an sich festgemacht, was sie alles falsch macht und so weiter. Sie hatte natürlich schon alles durch, ganz klar. Das, was sie mir aufgezählt hat, waren in der Regel Aversiv-Trainingstechniken. Und als ich ihr dann gesagt habe, naja, aber schau doch mal, dass es vielleicht gar nicht so sehr an dir liegt, an dir als Person, sondern mehr an dir, was du machst. Und dein Hund einfach viel Unterstützung braucht und viel lernen muss, wo er Schwierigkeiten hat. Und das dann zu verstehen, dass das Ganze halt irgendwie ein Lebensprozess ist, der nicht durch einen Schalter oder durch irgendwas umgeswitcht werden kann, sondern dass man da auf ja, Trainingslehre, Lerntheorie etc. Unter Einbehaltung der Ethologie setzen muss, das ist dann immer schwierig zu verstehen, ne? Ja, natürlich ist es das. Aber als Fazit kann man halt sagen, wer sich ein Lebewesen ins Haus holt, muss damit rechnen, dass es individuelle Entwicklungsschritte macht und man muss bereit sein, sich mit drauf einzulassen. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Wir holen uns ein anderes Lebewesen rein und dann müssen wir wissen, wie sich Leben entwickeln wird. Genau, und dass das anders aussehen kann, als man plant, das ist halt so. Und wenn man das anerkennt und guckt, womit hat man Spaß und wie geht das so, dann wird es auch super. Das schlecht ist es halt wirklich, wenn man einen Hund kriegt mit Verhaltensweisen, die einen so sehr stressen. Aber das hatten wir auch schon in anderen Folgen und Episoden. Also wenn ihr es genauer wissen wollt, müsst ihr einfach da nochmal hören, weil sonst wird es, glaube ich, echt langweilig. Ja. Ne, ja, also gut hingucken, Lust auf Hund haben, auf deren Verhaltensweisen haben, wissen, dass die harren, dass die beißen, dass die in die Wohnung pinkeln können, Löcher buddeln im Garten, sowas passiert. Und das muss man wegatmen können und einfach mal entspannt sein. Und Sonst wenn hört man man alles sich. schön haben möchte, dann sollte man sich irgendwie einen 10-Jährigen adoptieren und ein gutes Werk tun. Und dem einfach echt noch einen netten Lebensabend machen, schöne, ruhige Spaziergänge machen. Wunderbar. Die liegen auch meistens dann nur noch in der Ecke rum. Falsch, also liegen gerne rum, sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben, also nicht mehr so viel Action machen müssen. Die kauen auch nichts mehr kaputt. Also zu 90%, dass es auch da Ausnahmen geben mag, klar. Ja, aber das sollte man sich eben wirklich überlegen. So, unsere Rubrik Skurrilis, Herr Schreiber, hast du was? Skurriles. Das Skurrile, was mir jetzt so spontan einfällt, ist jemand, der hier in meiner Nähe auf dem Bürgersteig lang gegangen ist und seine französische Bulldogge war es, glaube ich, immer versucht hat, mit Wasser voll zu spritzen, weil sie auf Autos reagiert hat. Das fand ich schon ziemlich skurril. Bei dir ist es wahrscheinlich Alltag, aber hier so in der Ja. Gegend war das sehr skurril, dass da jemand immer versucht hat, vor den Hund zu kommen und immer Wasser ins Gesicht zu spritzen. Das fand ich schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, das finde ich auch merkwürdig. Es ist auch rein lerntheoretisch. Also ich hatte hier mal so eine Ausführservice-Tante, die ich regelmäßig getroffen habe. Und wenn die halt andere getroffen hat, ist die mit ihren 4, 5, 6 Hunden an die Seite gegangen, hat ihren Rucksack runtergenommen, hat die Wasserflasche rausgeholt und hat sich bedrohend vor die Hunde gestellt mit der Wasserflasche.
Und dann denke ich so, und würde man der jetzt sagen, nimm mal ein paar Kekse und ein Spielzeug mit, und so wird die sagen, nee, das ist viel zu kompliziert. Und das kriegt man ja so schlecht wieder abgebaut. Wo ich so denke, Rucksack abmachen, auspacken, hinstellen, in der Hand haben. Nur, das bauen wir erstmal alles ab wieder so an Ja, an. Ankündigungen. Also ja, Lernverhalten verstanden, 6. Gar nicht verstanden. Ja, nee, sowas auch. Aber ich hab mir ist eine alte skurrile Geschichte eingefallen, die uns mal passiert ist im Training. Da habe ich Mentrailen. Das war ein Mentrailing-Kurs, und dann kam eine ältere Dame und hat sich mit uns unterhalten und rief immer ihren Hund und fragte, ob wir den gesehen hätten. Und keiner von uns hatte irgendwie einen freilaufenden Hund irgendwie entdeckt. Und ja, das wurde halt immer komischer. Und wie es dann so ist beim Mentrailen, bei mir in der Hundeschule, also wir machen es ja wirklich nur aus Hobby, und einer meiner Grundsätze ist, never ever in eine echte Suche, weil dafür reicht der Ausbildungsstand überhaupt nicht, und es wird never ever mit der Hoffnung von Menschen gespielt. Und womöglich verbratzen wir dann noch die guten Geruchsartikel und so weiter, weil wir da Fehler machen. Und ich biete das wirklich zur Beschäftigung an. Ich glaube schon, dass ich weiß, was ich da tue, und deswegen kenne ich auch meine Grenzen. Und was ich nicht kann, ist einen echten Einsatz laufen. Naja, aber wie es so ist, die tat uns so unglaublich leid, die Dame. Und natürlich auch meine Kundinnen, wollen wir es nicht doch probieren, wollen wir es nicht doch probieren? Ich so, eigentlich nicht, nee, wollen wir nicht. Naja, und dann kam uns das aber immer komischer vor, und dann hat eine Kundin gesagt, pass auf, ich versuche da mal jetzt in die Wohnung zu gehen, also mit reinzugehen und zu fragen, ob sie mir eine Leine geben kann. Dann haben wir einen Geruchsartikel von dem Hund, und dann können wir es ja heimlich einfach mal probieren, mal gucken, was passiert. So, und die kam wieder und sagte, Silvia, da lebt kein Hund. Und dann gingen da Leute spazieren und dann auch ein anderer Hundehalter. Und dann haben wir gefragt, ob der die Dame kennen würde. Der bejahte das, und ob wir ihren Hund kennen würden. Und er so, ja, aber der ist verstorben vor ein paar Wochen. Genau. Und naja, dann haben wir dem kurz geschildert, was hier gerade passiert. Und der wusste aber zum Glück, wer sich um die Dame mit kümmert. Und das Problem war halt, dass sie nicht nur ihren Hund verloren hat in dem Moment, sondern ihre Bezugsperson gerade im Urlaub war. Also die war ganz alleine zu Hause Oh shit. Ja. und hat wohl so einen richtig dementen Schub bekommen. Und ja, also es wurden dann diejenigen informiert, die sich kümmern sollten. Und das war wirklich was. Also ja, das sind Geschichten, die vergesse ich dann wahrscheinlich auch nicht oder nicht mehr. Das hat mich echt berührt, und das war wirklich total traurig. Dass die Dame da, ja, die wurde so getriggert durch uns, dass die ihren Hund so doll vermisst hat, dass sie glaubte, der ist weggelaufen. Und ja, so kann das dann auch mal sein. Also wir haben uns dann vergewissert, dass sich um die Dame gekümmert wird, wirklich, und dass die dann nicht mehr alleine ist, und das wurde zugesichert. Dann ging das auch wieder. Und dann ging das, ja, sowas kann einem dann auch mal passieren, so mitten beim Arbeiten. Wenn man denkt, wir machen jetzt, wir verstecken uns mal ein bisschen gegenseitig und gucken mal, ob wir ankommen oder nicht, dass man dann das hat. Und auch da ist es immer ganz wichtig, ja, bevor man da einen wilden Aufruf macht, hier ist ein Hund Mal entlaufen, dass man ein noch mal bisschen guckt, was, nachfragen. genau, Nachfragen gucken. was ist hier los, und dann eventuell dafür sorgen, dass die Menschen dann auch betreut sind und irgendwie klarkommen und da keinen Blödsinn machen. Ja, das ist so mein skurriles Erlebnis, was mir, ich weiß gar nicht warum, auf einmal war es wieder da, und dann dachte ich, das erzähle ich heute mal, so als Pfingstgeschichte. Als Pfingstgeschichte. Ja, aber gut, dass ihr da so besonnen dann reagiert habt und ja, der Person dann vielleicht auch nochmal helfen konntet, ne? Ja, nicht wirklich, ne? Aber naja. Naja, also das ist schon traurig. Ich hatte mal einen Fall, wo die Dame alleinstehend mit einem älteren Hund, der Hund schwer krank, und der hat dann aber mit den Schmerzen gebissen. Und sie konnte aber nicht mehr richtig gucken. Ach, Scheiße.
Und dann halt irgendwie nach dem Hund getastet hat und den dann natürlich berührt hat und dann hat er sie auch mal wieder erwischt. Sie war dummerweise dann auch noch Bluterin, Oh nein. wo wir dann auch irgendwie einen Weg finden mussten, den Hund da einfach rauszunehmen. Und ja, war schwierig. Und die Betreuungsperson hat dann einen Weg gefunden, noch mit irgendwie einem Bekannten, der mit der Dame dann ab und zu mal spazieren gegangen ist, der auch einen Hund hat, sodass da immer noch ein Bezug zum Hund gegangen ist. Und den Hund haben wir dann anderweitig noch vermitteln können. Aber sowas ist natürlich extremst tragisch, ne? Das Also, ist schlimm, total schlimm. ja. Ja. Aber das sind so die Schicksale. Das sind die Schicksale, ja. Und ja, man kann immer auch hoffen, dass man irgendwie das hinkriegt. Also ich hoffe, dass ich keinen Hund mehr habe, wenn es bei mir so tüdelig wird, dass ich das nicht mehr richtig hinbekomme. Also dass ich nie erleben muss, dass ich vor meinen Hunden gehe und die irgendwie dann, keine Ahnung, wohin kommen. Das ist Ja. so mein Wunsch. Ja. Das wäre ganz schön. Schwierig. Schwierig, total schwierig. Genau. Also Zeit genießen, die wir haben mit den Feldheilen. Ja, jeder Moment ist wichtig und entsprechend sollten wir uns nicht auf die Probleme so fokussieren, sondern auf die schönen Zeiten. Ja, auch wenn es manchmal schwerfällt. Mir ja auch. Ja. Wir haben nächste Woche ein Webinar Das stimmt. zusammen. Total zusammen. Genau, lass mal Werbung machen. Achtung, Werbung. In dem Webinar geht es um ja, Alltagsprobleme und Fähigkeiten, die die Hunde haben sollen, was man so als Rückgratverhalten, als gute Verhaltens, als gutes Verhaltensinventar nutzen kann, um gute Alltagssituationen zu nutzen. Ja. Also man könnte auch sagen, dass du erklären wirst, wie man zum Beispiel Sachen aus dem Tricktraining und so weiter sinnvoll in den Alltag integrieren kann, um dem Hund Alternativverhalten in problematischen Situationen anbieten zu können. Das hast du schön zusammengefasst. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, welche Zusammenfassung einleuchtender war. Wahrscheinlich deine. Aber wir Nein, lassen glaube ich die. nicht. Deine war toll, wirklich. Wir lassen die Zuhörerinnen und Zuhörer mal entscheiden. Ja, bitte, einmal. Wir werden es Genau. an den Anmeldungen sehen. Wenn keine kommen, war beides nicht so Ja. optimal. Dann versuchen wir es nochmal anders. Genau. Ja. Haben ja noch mehrere Möglichkeiten. Okay. Gut. Dann sind wir fast noch Durch. am Ende von heute. Liebe Silvia, hat wieder Spaß gemacht. Bitte lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns Kommentare da. Gebt uns Themenvorschläge, wenn ihr irgendwie noch über irgendwas uns sabbeln hören möchtet. Ja, das wäre schön. Und in 14 Tagen ist die erstmal letzte Folge, weil dann machen wir eine Sommerpause. Genau. Es geht dann im September weiter. Also Juli, August wird das Hundegesabbel Urlaub machen. Also, Ja, ja. falls nötig ist. Absolut. Okay. Okay. Liebe Silvia, hat Spaß gemacht. Auf Schöne Zeit. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.